Moin Leute, mein Name ist Koi und hier ist der zweite Teil meines Videoguides zu meinem League-Starter, der Vortex-Okkultistin, die neben Vortex noch ein paar andere Zauber parat hat. Wenn ihr wissen wollt, um was es sich bei diesem Bild überhaupt grundsätzlich handelt, schaut euch natürlich das erste Video an. Dort erkläre ich die Grundmechaniken des Builds und zeige, wie ich den Build durch die Story gelevelt habe. Momentan bin ich endlich in den roten Maps angekommen, habe einen Sechslink in einer Tabula Rasa und sonst nicht wirklich beachtliche Ausrüstung und der Build flutscht immer noch gut durch. Klar, in den höheren roten Maps merkt man schon, dass langsam etwas mehr Schaden not tut, aber wir kriegen noch immer alles klein, ohne große Mühe. Defensiv haben wir jetzt eine solide Mischung aus allem. Eine gewisse Menge Energieschild, ein kleines bisschen Blockchance und ab und an weichen wir auch mal einen Treffer aus. Insgesamt haben wir durchaus eine gute Defensive, auch wenn das auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so aussieht. Man muss den Build aber auch entsprechend spielen können. Einfaches Reinrennen in die Mobs ist meist tödlich, aber wenn wir immer mal drumrum tänzeln, während unsere zahlreichen eisigen Flächen den kompletten Bildschirm gefrieren lassen, behalten wir stets die Kontrolle im Kampf. Ich habe jetzt auch schon eine Endgame-Idee. Wir werden höchstwahrscheinlich auf eine Low-Life-Variante gehen. Das bedeutet, dass wir unser Leben für Auren reservieren werden und dafür aber über einen passiven Punkt einen extremen Schadensbonus kriegen. Ich werde dann im nächsten Video aber auch eine alternative Variante vorstellen, die quasi wie jetzt als Leben- und Energieschild-Hybrid funktioniert. Da könnt ihr euch dann entscheiden, was euch davon mehr zusagt. Kommen wir nun zu meiner momentanen Ausrüstung und zum passiven Baum. Wie gesagt, die Ausrüstung ist noch nicht wirklich weltbewegend, die wird dann hoffentlich zum nächsten Video hin stark verbessert. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen, damit euch auch meine weiteren Videos gefallen können. So, fangen wir an. Unser Haupt-Setup ist jetzt unser Vortex 6 Link. Das ist jetzt verlinkt mit kontrollierte Zerstörung für mehr Zauberschaden, macht Sinn. Hypothermie, wie immer auch noch quasi für mehr Kälteschaden und bessere Unterkühlungswirkung. Wirkmacht für mehr Schaden über Zeit und mehr Zauberschaden, beides optimal. Schneller Verfall für mehr Schaden über Zeit und Elementarfokus, mehr Elementarschaden. Kälte ist ein Elementar, macht also auch Sinn, dass wir hier quasi keine Beeinträchtigung mehr machen können. Ist in dem Fall nicht so schlimm, weil wir die ganzen Gegner ja eh mit schleichender Frost und auch das Blitzeis, das man gar nicht mehr sieht, einfrieren. Das heißt, Vortex selbst muss die Gegner nicht irgendwie unterkühlen, das machen die ganzen anderen Skills schon zu Genüge. Deswegen kommt der Elementarfokus nochmal mit rein, weil es nochmal mehr Elementarschaden eben gibt. Wichtig auch nochmal zu erwähnen ist, wenn euch der Bossschaden gerade nicht gut genug war, ich spiele hier gerade mit einem Vortex Stufe 16, weil ich es gerade nochmal hochlevel für die Qualität. Generell hätten wir schon Stufe 20 Vortex zur Verfügung, was deutlich mehr Schaden machen würde. Also ne, der Bossschaden war jetzt nicht unbedingt repräsentativ für den jetzigen Stand, weil wir quasi mit geringeren Gems arbeiten, wie auch hier die ganzen Supports, die sind jetzt auch noch Stufe 16, die müssten eigentlich 20 sein, dann würden wir auch nochmal jetzt schon mehr Schaden machen, aber ich bin das gerade eben alles nochmal am Hochleveln für die gute Qualität. Brustrüstung, wie gesagt, Tabula Rasa, ihr könnt euch auch quasi, die kostet jetzt 6, 7 Chaos, für den Preis könnt ihr euch auch irgendeine andere 6-Link-Rüstung holen, die ein bisschen Leben oder irgendwas hat, damit sie wenigstens irgendwelche Werte hat, ihr braucht nicht zwingend eine Tabula Rasa, irgendeine verderbte 6-Link mit den richtigen Farben passt da auch, da sind wenigstens noch ein paar Werte drauf, aber so haben wir natürlich frei mit den meisten Sockeln, können wir machen, was wir wollen, sind etwas unabhängiger, aber haben dafür keine defensiven Stats. Okay, ansonsten, wir haben jetzt hier so einen Helm, starrender Reif, das ist auch ein Helm, den werden wir bis zum Ende behalten. Einfach nur Multiplikator für Kälteschaden über Zeit ist super, er bringt uns eine Menge Energieschild, was gut ist, nochmal erhöhter Kälteschaden ist super. Mana können wir auch gut verwenden, also es ist sowieso ein genereller Helm, den wir für diesen Bild sehr gut verwenden können. Und hier drinnen ist auch noch eine Unterstützung mit drin, das ist konzentrierte Wirkung, das heißt unser schleichender Frost ist auch noch mit konzentrierte Wirkung verlinkt ist, sodass wir das quasi über einem 5-Link hier haben in dem Helm. Und das ist immer noch verlinkt mit Zauberschwinger, damit das automatisch beim Angreifen ausgelöst wird. Wirkmacht auch nochmal Schaden über Zeit und schneller Verfall auch nochmal Schaden über Zeit. Wie das ganze Zauberschwinger-Ding funktioniert, habe ich ja schon jetzt im ersten Video erklärt. Das reserviert eben eine bestimmte Menge an Mana. Je mehr Unterstützung da drin sind, desto mehr Mana verbraucht es auch, also reserviert es auch. Und wichtig ist auch, Zauberschwingers Mana-Reservierung verringert sich mit Level. Das wusste ich auch tatsächlich nicht. Das heißt also, wenn ihr quasi noch nicht alles gleichzeitig aktivieren könnt, liegt das vielleicht daran, dass euer Zauberschwinger noch zu geringes Level hat. Je höher das Level von Zauberschwinger ist, desto weniger Mana reserviert es. Im Minimum dann 25% standardmäßig, was dann durch die Unterstützung eben noch multipliziert wird.
Aber am Anfang eben noch mehr als 25% Standard. Wir sehen hier gerade, wir haben Aufhebung Mana-Reservierung von 26%. Das ist 1% mehr, das macht durchaus einen Unterschied. Ansonsten habe ich hier immer noch quasi, das ist Blitzeis, die normale Variante, als auch die Wahlvariante. Hier ist nochmal verlinkt, mit, auch nochmal mit Zauberschwinger für die automatische Auslösung und Knochenfrost. Das heißt, Gegner, die durch dieses Blitzeis unterkühlt werden, erleiden mehr Schaden. Auch durch unser Vortex, deswegen ist das super hier drinnen, Knochenfrost nicht ins Hauptsetter packen, sondern entweder hier oder bei dem schleichenden Frost, das ist dann egal, auf jeden Fall nicht bei Vortex. Hier wäre jetzt noch Platz für einen weiteren Support, dann habe ich aber Mana-Probleme, das heißt, das Feld muss leider frei bleiben bei mir, aber so ist es halt. Dann, wie gesagt, das dritte Zauberschwinger-Setup, immer noch Zauberschwinger mit Frostkugel für die Kugeln, die umherfliegen, auf die wir dann Vortex wirken können. Hier ist ansonsten jetzt noch drin sühnendes Feuer, die nur die Wahlvariante nutzen wir hier, den normalen Skill ignorieren wir und die Wahlvariante gibt uns bei Knopfdruck auch nochmal etwas mehr Zauberschaden für kurze Zeit, eben für den guten Burst-Damage beim Bossen. In den Handschuhen ist immer noch unser Angriffsskill Energieentladung mit Fesseln der Zeit und Schneidende Kälte, das sind die Flüche, die wir mit verhexender Berührung auf die Gegner packen, wenn wir eben die Gegner mit Energieentladung treffen. Dadurch werden sie langsamer und kriegen nochmal mehr Schaden. Die Gegner sind so langsam bei uns, das ist Wahnsinn. Und in der Waffe habe ich Flammspurt drin, die Frostbombe, die wir auch nochmal bei Bossgegnern platzieren, damit der Kältewiderstand der Gegner weiter reduziert wird und wir mehr Schaden machen. Und hier noch das Ganze verlinkt mit Arkane Woge. Das heißt, jedes Mal, wenn wir Flammspurt oder Frostbombe wirken, kriegen wir den Arkane Woge-Buff, der uns auch nochmal mehr Zauberschaden gibt. Was will man eigentlich mehr? Wichtig, Arkane Woge nicht zu hoch zu leveln, damit das jedes Mal ausgelöst wird, wenn wir Frostbombe oder Flammensport wirken. Je höher Arkane Woge gelevelt ist, desto mehr Mana muss man auch verbrauchen, damit wir den Buff kriegen. Und ansonsten bei der Ausrüstung, bei der Waffe immer noch Multiplikator für Schaden über Zeit. Multiplikator für Kälteschaden über Zeit ist das, was hauptsächlich gut ist. Ansonsten natürlich Zauberschaden, Kälteschaden ist super. Später, wir sehen jetzt hier zum Beispiel, fügt Zaubern 8 bis 18 Kälteschaden hinzu. Das bringt uns nicht allzu viel, weil wir auf diesen Schaden über Zeitfaktor gehen. Und dieses fügt Zaubern Kälteschaden hinzu, wirkt nur für den Treffer, quasi nicht für den Schaden über Zeit. Und ansonsten ist das immer noch einfach Leben und Widerstände und zwar überall und natürlich Attribute. Wir brauchen vor allem sehr viel Geschick, das löse ich hier über das Amulett. Ansonsten ist das immer alles noch Leben und Attribute und Widerstände. Nichts Besonderes soweit. Generell wollte ich natürlich wieder auf Energieschild achten, auf eure Rüstung. Wie gesagt, der Helm ist jetzt neu, den behalten wir auch im Endgame. Alles andere, Attribute, Leben, Energieschild, Widerstände. Was noch wichtig ist, sind die Flaschen. Wie immer, eine Lebensflasche, die immun gegen Bluten macht, na klar. Das ist der einzige Ausrüstungsgegenstand, den ich mir auch gekauft habe bisher. Alles andere habe ich selbst gefunden. Rumis Machtwerk ist eine sehr gute Flasche für uns. Erstmal gibt sie uns nochmal eine solide Menge Rüstung, was auch nie schaden kann. Und eben nochmal extra Chance, Angriffsschaden und Zauberschaden zu blocken. Was uns natürlich defensiv extremst hilft. Dann habe ich immer noch ein Bismut-Fäschchen, was ich schon gar nicht mehr brauche. Das uns aber immun gegen Schock macht, was natürlich mal ganz hilfreich ist. Die wird irgendwann auch noch ausgetauscht. Man könnte da jetzt schon zum Beispiel auch eine Basaltflasche mit reinnehmen. Wäre auf jeden Fall besser, sobald ihr eure Elementarwiderstände auf mindestens 75% gepusht habt, könnt ihr diese Flasche wegschmeißen. War ich bisher zu faul für. Ist einfach immer noch drin. Ein Quecksilberfläschchen für Bewegungsgeschwindigkeit und Anti-Flüche, damit wir fluchimmun sind für diese Zeit. Und ein Quarzfläschchen für die Chance, den Treffern zu entgehen. Und wir sind immun gegenüber Entzünden. Beim passiven Baum, ich habe jetzt alle Labyrinthe abgeschlossen. Wie gesagt, wir gehen immer noch zuerst zu leeren Feuer und eisige Fährte für die ganzen Kälteschadensachen. Dann zu Verwünschung für den zweiten Fluch, den wir dann in unser Energieentladungs-Setup packen können. Und zu guter Letzt bin ich hier zu Bollwerk der Verdammnis gegangen für die guten Boni fürs Energieschild. Diese Energieschild-Regeneration ist echt gut und vor allem, wir können nicht betäubt werden, wenn wir Energieschild haben, was wir durch die Regeneration relativ immer haben. Das heißt, wir sind quasi immun gegen Betäubung, was super ist. Wenn euch die Defensive nicht ganz so sehr interessiert, könnt ihr auch gottlose Blüte nehmen, dann explodieren die Gegner auch noch schön, was eure Clear verbessert auf jeden Fall. Kann man nehmen, wenn man quasi nicht so sehr auf die Defensive achten will oder ihr geht generell weniger auf Energieschild, sondern vielleicht noch mehr auf Ausweichen oder Rüstung oder was, dann nehmt ihr auf jeden Fall gottlose Blüte. Wenn ihr auf Energieschild geht wie ich, dann würde ich Bollwerk der Verdammnis für die guten defensiven Boni durchaus empfehlen. Ansonsten gibt es bei dem passiven Baum wie beim letzten Video nicht wirklich was zu beachten. Wichtig sind diese Mana-Reservierungspunkte. Das habe ich alles schon erklärt. Wir wollen Fläche haben, wir wollen Zauberschaden haben. Manche haben gefragt, wo man eigentlich zuerst lang geht. Wichtig ist, die großen Punkte kann man durchaus zuerst mitnehmen. Elementarüberladung ist halt super, wenn wir kurz mal kritisch treffen. Diesen Schadensbonus nimmt man durchaus mit. Das heißt, ich bin zuerst hier so lang gegangen, habe mir diese Lebenspunkte genommen, dann das, dann diese Flächenpunkte. Den Juwelplatz kann man sich holen für irgendein Juwel, wer es mal vielleicht kriegt. Leben. Die Schildpunkte muss man am Anfang noch nicht nehmen, kann man auch machen, wenn man schon von Anfang an mit Schild spielt und dann direkt hier Elementarüberladung und dann direkt danach, auch wenn ihr sofort mit Zauberschwinger spielen wollt, sofort hierhin,
diese Punkte nehmen, dann die Lebenspunkte mitnehmen, hier die Lebenspunkte mitnehmen und dann kann man hier die Kälteschadensachen mitnehmen. Und wenn man das abgearbeitet hat, kann man sich dann hier nach rechts weiter fortbewegen, nimmt sich das mit. Dann zuerst wahrscheinlich hier nochmal diese Kältepunkte, je nachdem, ob ihr schon von Anfang an mit Schild spielen wollt, geht das natürlich auch. Und dann hier runter weiter und dann nehmt ihr die ganzen Punkte mit. Und das hier ist auch nochmal ganz gut eben für dieses verringerte Mana reserviert. Die drei Punkte werden wir vielleicht irgendwann wieder lösen können, wenn wir das über unser Amulett vielleicht lösen, dieses Mana-Reservierungsproblem. Aber da schauen wir mal, wie es dann ist. Soweit ist okay. Das Juwel habe ich beim letzten Mal auch vergessen. Das ist das eisige Pfadjuwel. Das kriegt ihr in Akt 5 als Story-Belohnung. Und wenn ihr das hier reinpackt, feuern wir gleich 3 Frostkugeln, nicht nur eine, was natürlich auch unsere Clear dann verbessert, weil wir dann auch mehr Vortex-Kreise beschwören können. Ansonsten bei den Juwelen ist es einfach nur hier auch nochmal verringertes Mana reserviert, auch nochmal ein Juwel, das ihr in der Story kriegt. Und ansonsten Leben. Reduzierte Mana-Kosten brauchen nicht zwingend, aber ist auch ganz nett. Multiplikator für Kälteschaden über Zeit, Zauberschaden, Schaden über Zeit generell, das ist alles, was ihr wollt. Energieschild kann natürlich auch nicht schaden. Oder ihr braucht noch Resistenzen, dann kann man das auch über Juwele lösen. Soweit also zu diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und weitergeholfen. Nächsten Freitag kommt dann hoffentlich das große Endgame-Update mit den 2 verschiedenen Builds, die ich euch dann vielleicht zeigen werde. Zumindest den einen werde ich euch richtig zeigen, den anderen werde ich dann nennen. Auf was es dazu zu achten gilt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, schaut mal auf Twitch vorbei und ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video.